Hallo und herzlich willkommen zu den Dashcam Stories Folge 62. Vielen Dank für den Super Thanks. Na schau, es ist rot. Dann ist ja noch genug Zeit, die Kanalmitglieder willkommen zu heißen. Achtung! Die Duck Commander sind anwesend. Es scheint, es dauert hier ein wenig. Na, dann kommen wir später wieder. Dieses Video ist übrigens zur Polizei gegangen. Warum? Was draus geworden ist, hat er aber nicht erfahren. Konnte der LKW-Fahrer das nicht hören oder wollte er es nicht hören? Das nenne ich mal einen geschickt getarnten Rotlichtverstoß. Das ist Fahrschule. Leute. Nicht, dass die später bei Gelb anhalten. Apropos anhalten. Beate, ist die Ampel schon grün? Nein? Na, dann müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Absicht oder übersehen? Gut, dass der andere aufgepasst hat. Das hier war pure Absicht. Der muss ja bremsen. Was genau sieht er denn hier bitte außer den direkten Weg auf den Entenfriedhof? Und im dümmsten Fall trifft's ja nicht nur ihn. Was kann so wichtig sein, dass man das riskiert? Unsterblich fühlen sich manche. Ich kann ja wieder zurückfahren, wenn jemand kommt. Ja, ist klar. Da brauche ich jetzt aber eine ganz dicke. Quarkwedel, fein gemacht. Manchmal fragt man sich schon, was ist da los und wieso überhaupt und warum? Brauchen Sie Hilfe? Was noch? Panne, oder? Nein, ich will einsteigen. Ach so? Ja. Ich könnte ja. Ja, wenn Sie einsteigen wollen, ich warte hier. Okay. Ja. Grundunbekannt, aber super Reaktion. Daher kriegst du sie, die Positivente. Und wie sieht's hier aus? Geht's langsam weiter? Ist ja immer noch rot. Vielleicht ja diesmal. Oldtimer! Der kann ja erst ja, dann losfahren, Mann. Aber dann würdest du dich doch nicht so schön erschrecken. Man starrt auf den Bus wie die Ente auf die Schlange. Ein paar Sekunden Reaktionszeit wären doch großartig. Irgendwann hat man einfach die Ruhe weg. Das auch mal, Opa. Hallo, weiterfahren. Das auch mal. Die Frau, ja. richtig ja, genau wie mein Vater so. Ja, aber er schneidet die Kurve, bringt die Vorfahrt. Schau mal. Und braucht er, dass er ein bisschen reinkommt. Müssen wir wieder einschicken. Ja, unbedingt. Status? Verstehe. Nicht hupen, das bringt gar nichts und alle Babys erschrecken sich. Denk dir, Quarkwedel, fein gemacht hat er das. Jetzt ist er ein bisschen dichter an der roten Ampel. Komm, er hebt die Hauptstadt aus dem Pudel.
Na, welche Spur darf es denn sein? Ja, vielleicht doch noch die andere, ich weiß nicht. Schnell rüber. Maximum Rock. Diese Woche Penny günstig. Milita Kaffee 500. Schwierig bei den Straßenverhältnissen. Nicht hupen, jetzt ist sie doch schon drüber. Du hast sie reingelassen, ein gutes Werk getan. Klopf dir auf die Schulter, hast du gut gemacht. Für alles sind günstig. Erstmal. Was soll das denn? Dann möchtest du auf die Autobahn, dann ist die Auffahrt gesperrt. Und wie kommt man jetzt auf diese Autobahn drauf? Das ist doch sowas wie höhere Gewalt. Wobei die Anzeige auch nett ist. Alle Richtungen geradeaus, aber wenn du Stau möchtest, dann fahr rechts. Kein Stau auf dem Ring, da kann man ja echt Entzugserscheinungen kriegen. Gib mir Stau! Da muss man ja quasi jetzt langfahren. Und für die Regeljunkies. Klar hätte man jetzt auch geradeaus weiterfahren können, die nächste Abfahrt nehmen, drehen und dann wieder drauffahren. Wäre gegangen, hätte ungefähr 10 bis 15 Minuten gedauert. Aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Wo ist denn jetzt der angekündigte Stau? Menno! Und, tut sich schon was? Echt schade, dass wir hier keinen Ton haben. Ich hätte gern gewusst, ob es ein Hubkonzert gab. Warum? Na, weil der LKW-Fahrer hier bremst, weit vor der Ampel stehen bleibt, um den Bus reinzulassen. Weil irgendwer hupt da doch immer. Von mir gibt's eine Positivente. Super mitgedacht. Genie und Wahnsinn liegen ja oft ganz dicht beieinander. Ist das nun ein toller oder ein lebensmüder Fahrer? Das Dumme ist nur, es gibt keine Zurücktaste im echten Leben. Und nein, wir waren hier nicht so schnell. Das GPS hängt immer ein bisschen hinterher. Die Frage ist dann nur, ob man als Motorradfahrer genau darauf sein Leben setzen möchte. Es hätte ja gereicht, wenn. Ja, und wenn nicht? Und auf dieses "es hätte ja gereicht, wenn" stützen sich so viele Manöver. Er da zum Beispiel. Wir fahren ihm zu langsam. Er möchte überholen, geht aber gerade nicht. Also überprüft er erstmal, ob unser Kofferraum schön ausgesaugt ist. Jetzt hat er uns aber gezeigt, was er für ein Toller ist. Quarkbädel, fein gemacht. Na, geht's dir noch gut? Na, dann passt ja. Heitscher schreibt, die von rechts fahren hier immer bei Rot. Blöd nur, wenn alle anderen bei Grün losfahren. Was ist das für eine Mentalität? Je mehr Statussymbol ein Auto für jemanden ist, desto weniger zählt Rot oder wie? Und dann gibt's noch das Gegenteil von den Rotfahrern, nämlich die Grünbremser. Dann zählt's. Das hast du aber öfter. Und dann hat jemand gehört, da ist eine Ampel. Weißt du? Ganz komisch. Boah, jetzt schneidet der die Hammer. Der hat brutale Angst, dass das Fahrrad direkt vor ihn springt. Hammer, ey. Jetzt wieder auf die Bremse. Was ist denn, eine Ampel, ne? Oh Mann, ey. Das Ding könnte ja die Gelbphase überspringen und gleich rot werden. Nein, im Ernst, der kann einem ja fast leid tun. Vielleicht ist ein Fahranfänger, der noch gar keine Praxis hat. Ein Oldtimer! Der hängt ganz schön schief auf der Straße. Jetzt muss doch aber langsam mal grün werden. Aber bei den ganzen Rotfahrern, da wundert einen das hier überhaupt nicht mehr. Sie sehen es doch jeden Tag bei den Erwachsenen. Im Dunkeln ohne Licht? Das passiert auch den dicken Fahrzeugen mal. Den Traktor auf das fehlende Licht aufmerksam gemacht? Eine Positivente muss her, vielen Dank! Es gibt ja so Tage, da hat man das Gefühl, alle haben es auf uns abgesehen. Sag mal,
Was ein Idiot, ey. Überhaupt nie mit gerechnet, dass er einfach durchfährt, ey. What? Ach Leute! Was ist denn los mit euch? Kann man mal 5 Sekunden warten? Na, noch immer am Stehen? Na, Hand aufs Herz. Wer hätte die 1,5 Minuten gewartet? Unabhängiges Gremium, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Also. Kurz KEF, ihr Ergebnis zuletzt, der Rundfunkbeitrag... Der hier vermutlich nicht. Der fährt gut 200 km/h und kriegt dafür meinen Straßeneber hinterhergeschmissen. Fang! Junge, der hat locker 200 drauf. Korrekt, grob überschlagen 220. Ach, an dem Tag hatte ich es so eilig. Der Kleine hat mich aufgehalten und ich musste in die Schule zur Schuleinschreibung. Punkt 8 sollte ich da sein und dann komme ich da nicht raus. Oh. Muss man eilig hat, ne? In Gedanken schon ganz woanders. Links kommt gleich ein Bus, der rechts abbiegen möchte und da dachte ich mir, och, das schaffst du vor dem locker. Oh, kam der denn her? Ja, verdammt, wo kam der her? Und tatsächlich, ich habe sogar nach rechts geschaut, ich habe es auf der Dashcam gesehen. Ich weiß noch immer nicht, wie der da noch durchgepasst hat. Und erst recht weiß ich nicht, wie ich den übersehen konnte. Oh, kam der denn her? Ah, es wird Zeit für die Ausfahrt. Hinter dem Transporter bleiben? Auf keinen Fall! Nur wenn es der Motor hergibt, ohne dass man den anderen ausbremst. Na, wenn das kein Quarkwedel fein gemacht ist, weiß ich auch nicht mehr. Ich gucke mal auf die Uhr. Oh, wie toll wäre es doch, wenn Autos und Fahrräder irgendwie die Möglichkeit hätten zu zeigen, wo sie hinwollen. Kann da nicht jemand mal irgendwas erfinden? So, genug für diese Folge. Falls es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das genau jetzt nachholt. Viel wichtiger ist aber, kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!